Ja, gut. Wir wollen das Rätsel lösen. Wir waren hier am Rätsel stehen geblieben. Und dazu. Werden wir Folgendes tun. Ziehen wir hier nochmal dran. Ja, genau. Dazu, ach Scheiße. Das Ding rüberziehen. Dann hoch, schnell noch die Kiste mitnehmen. Hier haben wir auch nochmal zwei Orb-Lieferanten. So. Mach du mal da dein Teil. Ich mache hier meinen. Jetzt sieht's so einfach aus. Und schwupps, können wir die Leute benutzen. Wenn wir es denn schaffen, da ranzuklettern. Da sind wir. Auf Apollo. Aber nicht lange. So, und jetzt müssen wir den Scheißer hier auch noch bekämpfen. Ach so, sieht so komisch aus. Oh, wie viel zieht der denn ab? Soll ich meinen Kollege so schnell hin? Hat das überhaupt irgendwas gebracht?
Ach, scheiße. Ja, den wir gleich nochmal machen dürfen. Und zwar jetzt. Oh. Mom. Hat schon wieder getroffen. Muss ich es mal so versuchen. Warum ist er nicht mal so schnell weg? Scheiße. Alter, das zieht aber so dermaßen viel ab. Och, jetzt kommen die auch noch dazu. Na, was machst du denn? Ja. Nein, bin ich. Das gibt's doch nicht. Das glaube ich ja jetzt nicht. Jetzt aber. Oh Mann, oh Mann. Oh, knapp daneben. Ja. Boah, dass immer so knapp sein muss. Tut doch nur wirklich nicht Not. So, hier ist nichts. Ein bisschen. Oh, erstmal was zu gucken. Es ist nicht mehr weit, Spartaner. Dort drin sind die Augen der Wahrheit. Es sind die Augen, die meine Mütter Alithea gnadenlos entrissen haben. Als ich vom Plan meiner Eltern erfuhr, den Olymp zu stürzen, wollte ich nicht glauben, was Alithea sagte. Dann zeigte sie mir die Wahrheit, dass der Kriegsgott die Grundmauern des Olymps einreißen würde. Ich musste sie aufhalten. Alithea und ich wollten Zeus warnen. Doch als Ares davon erfuhr, setzte er meine Mütter auf uns an. Die Augen wurden meiner Liebsten erbarmungslos genommen. Sie wurde zur Gefangenen im eigenen Tempel. Ares und meine Mutter wussten, wenn sie die Augen der Wahrheit verbargen, käme ihr widerlicher Plan niemals ans Licht. Und so würden sie selbst bald über die Götter herrschen. Damit ihr Plan gelingt, brauchen sie dich zurück, Spartaner. Sie werden alles tun, um dich zu Ares zurückzubringen. Ares wird sich einen anderen Sklaven suchen müssen. Ich weiß, du wirst alles richten.
Ja, wie immer, ne? Augen der Wahrheit. Diese Augen wurden von Orakel zu Orakel weitergegeben. Sie können die dunkle Magie der Furien durchschauen. Da müssen wir aber erstmal ran. Die Laterne von Delos, Kapitel 27. Da hinten. Alles, was ich brauche. Ein bisschen Magie. Magie. Magie ist ja was anderes. Was ist das? Furienbarriere. Eine Tintenbarriere. Schwarze Furienmagie versperrt den Weg. Rodops und Energie. Hier liegt noch eine Notiz. Eintrag aus Archimedes Notizbuch. Jo. So, was geht hier? Hier geht gar nichts. Kommen wir noch nicht rein. Also müssen wir woanders hin. So, was war das hier? Das. Ging ja auch noch nicht. So, muss ich hier nochmal aufmachen? Ja, so war das. Bisschen Licht hereinbringen. So, jetzt können wir kurbeln. Beim nächsten Mal versteht sich.